Herr Präsident, Herr Bundespräsident, Herr Parteipräsident von der Schweizerischen SVP, Herr Fraktionspräsident von der Schweizerischen SVP, meine sehr verehrten Gäste aus Wirtschaft, Politik und Armee, cari amici della Svizzera Italiana, chers amis de la Suisse romande, liebe Frauen und Männer. Wenn ich heute Abend da vor Ihnen stand, in dieser Halle, ich weiß nicht warum. Dauernd in meinem Ohr habe ich eine Musik. Eine gute. Aus der Zauberflöte von Mozart. Da höre ich dauernd die Stimme vom Zarastro in diesen heiligen Hallen, wo Mensch den Menschen liebt. Ja? Ich weiß nicht warum. Der Text von dieser Oper sagt mir nicht viel, da war der Schikaneder zusammengeschrieben hat, ist eh ein bisschen geschwülstig da. He? Aber Musik von Mozart, das ist Musik von der Freiheit. Und die kommt mir da innen im Sinn. Und dann noch in diesen heiligen Hallen. Warum geht einem die zu der Marken bei, wenn man da in diesen Hallen innen ist? Ist echt nur das Lampenfieber. Kann ja sein, da muss ich sowieso aufpassen vor der Rede. Letztes Jahr habe ich bei der jungen SVP-Rede, so hat er so eine geheime Giftspritze nach der Rede zu mir gesagt, das ist sehr gut gewesen, wie eine Ketchupflasche. Am Anfang ist lang nichts und nachher alles miteinander. Da habe ich gesagt, so, ich kann auch zuerst müssen warten, bis sie Pommes frites gefressen haben. Nein, meine Damen und Herren, es ist nicht Lampenfieber. Das Gefühl hat einen anderen Grund. Was ist doch da in den letzten 25 Jahren in dieser Halle drin? Sinnigerweise im Schützenhaus. Nicht schon alles gewürdigt, angeregt, beschlossen, beeinflusst, bekämpft, gefeiert, herausgefordert. Polarisiert, im besten Sinn vom Wort. Was ist da von dem Saal aus doch eine gute Politik ausgegangen? Ja, warum haben wir es gemacht? Jetzt sind wir wirklich wieder Zauberflöte. Aus Liebe zum Volk, zum Land, was ist denn das anders als Nächstenliebe? In dieser heiligen Halle, wo Mensch dem Herr Präsident, Herr Bundespräsident, Herr Parteipräsident von der Schweizerischen SVP, Herr Fraktionspräsident von der Schweizerischen SVP, meine sehr verehrten Gäste aus Wirtschaft, Politik und Armee, cari amici della Svizzera Italiana, chers amis de la Suisse romande, liebe Frauen und Männer. Wenn ich heute Abend da vor Ihnen stand, in dieser Halle, ich weiß nicht warum. Dauernd in meinem Ohr habe ich eine Musik. Eine gute. Aus der Zauberflöte von Mozart. Da höre ich dauernd die Stimme vom Zarastro in diesen heiligen Hallen, wo Mensch den Menschen liebt. Ja? Ich weiß nicht warum. Der Text von dieser Oper sagt mir nicht viel, da war der Schikaneder zusammengeschrieben hat, ist eh ein bisschen geschwülstig da. He? Aber Musik von Mozart, das ist Musik von der Freiheit. Und die kommt mir da innen im Sinn. Und dann noch in diesen heiligen Hallen. Warum geht einem die zu der Marken bei, wenn man da in diesen Hallen innen ist? Ist echt nur das Lampenfieber. Kann ja sein, da muss ich sowieso aufpassen vor der Rede. Letztes Jahr habe ich bei der jungen SVP-Rede, so hat er so eine geheime Giftspritze nach der Rede zu mir gesagt, das ist sehr gut gewesen, wie eine Ketchupflasche. Am Anfang ist lang nichts und nachher alles miteinander.
Da habe ich gesagt, so, wir müssen auch zuerst müssen warten, bis sie Pommes frites gefressen haben. Nein, meine Damen und Herren, es ist nicht Lampenfieber. Das Gefühl hat einen anderen Grund. Was ist doch da in den letzten 25 Jahren in dieser Halle drin? Sinnigerweise im Schützenhaus. Nicht schon alles gewürdigt, angeregt, beschlossen, beeinflusst, bekämpft, gefeiert, herausgefordert, polarisiert, im besten Sinn vom Wort. Was ist da von dem Saal aus doch eine gute Politik ausgegangen? Ja, warum haben wir es gemacht? Jetzt sind wir wirklich wieder Zauberflöte. Aus Liebe zum Volk und Land, was ist denn das anders als Nächstenliebe? In dieser heiligen Hallen, wo Menschen den Menschen